Oh, Achtung, diese Folge ist nicht jugendfrei. Weil mich keiner buchen will. Versuche ich, eigenen Content zu kreieren. Das Ziel der Voice Show ist zu zeigen, was ich drauf habe. Und hoffentlich werden dadurch die Aufnahmeleiter auf mich aufmerksam. Halli und herzlich willkommen zu einer weiteren Voice Show hier aus Berlin, wo ich gerade sitze. Und wo ich gerade hier sitze in Berlin, bin ich, wenn dieses Video gerade rauskommt, seht ihr das im Internet. Und zu dieser Zeit, wo das gerade gejobbt wurde, das heißt gerade in diesem Moment, bin ich wahrscheinlich in Island oder in London. Wer dazu mehr wissen will, geht einfach auf meine anderen Seiten, wo man mir natürlich auch folgen kann. @naivhumbleness. Auf allen Social-Media-Plattformen quasi. So, genug mit eigener Schleichwerbung. Ich werde dafür nämlich nicht bezahlt. Von wem auch. Es geht heute um eine gnadenlose, coole Stimme. Wieder ein Zuschauerwunsch von Matthias dieses Mal. Er hat sich was aus South Park gewünscht. Und, naja, ich kann manchmal auch ein guter Choleriker sein. Und wer könnte der Choleriker aus South Park sein? Richtig, es ist Eric Cartman. Und ich werde versuchen, ihn nachzuimitieren. Und gesprochen wird der gute Eric Theodore Cartman von Jörg Stuttmann. Und ich habe nicht viele Informationen über diesen Sprecher. Ich habe nur gehört, dass er nicht viel spricht. Aus einem Interview von einer Radiofirma hier aus. Ich glaube 98,8 KISS FM aus Berlin. Fangen wir mal an. South Park kennen, glaube ich, einige. Oh, Achtung, diese Folge ist nicht jugendfrei. Weil Cartman ist ja ein Choleriker. Und immer hart am Geben. Sir, mein Cousin und ich haben mal mit unseren Pimmeln gefochten. Findest du? Mein Cousin und ich? Fick dich, Kyle. Ich muss... Eine witzige Sache ist, wenn ich halt so Stimmen suche oder so, wie zum Beispiel den Wilberg. Jetzt habt ihr die Nonnen erschreckt. Dann hat man immer so kleine Sätze, an denen man sich dranhängt, zum Beispiel so, hallo, Boss. Aber die Episode kommt noch mit Dennis Coffey. Da hängt man sich immer so Sätze dran. Und bei mir ist es halt für Cartman, denke ich, wird es der Findungssatz, wird es immer, fick dich, Kyle. Du fetter Schnildo. So, und jetzt werde ich meinen Freund Kyle in den Eiersack treten und abwarten, was passiert. So, und jetzt werde ich meinen guten Freund Karl in den Eiersack treten und abwarten, was passiert. Roter Spacko, Arschkrause, Hackfresse! Roter Spacko, Arschkrause, Hackfresse! Ach, der klingt einfach so genial. Und wenn ihr euch meine Sprecher anguckt, da gibt es echt ein cooles Interview von, wie gesagt, KISS FM 98,8 aus Berlin. Super geil, aber super sympathischer Typ. Ich werde das auch einen Link drunter setzen, wo ihr dieses Interview sehen könnt, weil es echt einfach sympathisch ist und sehr. Vielleicht mache ich davon was nach. Jung. So klingt er. Ich werde im Rentenalter womöglich, wenn es so weitergeht, noch einen 8- oder 9-Jährigen sprechen. Das hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Tatsache, dein Frauenbild zerstört. Mein Gott, die Schlampe, manchmal kommt man ihr einfach auf die Spur, aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Mein Gott, manchmal kommt man der Schlampe ja auf die Spur, aber ich will mich ja auch gar nicht beschweren. Beschweren, weil... Beschweren? Beschweren, weil... Fick dich, Kyle! Beschweren, weil... In dem Moment, wo sie mich mal fickt, irgendwann kriegt man sie ja doch so weit. In dem Moment, wo sie mich irgendwann mal fickt, irgendwann kriegt man sie dann doch so weit, dass... Weit, wie sie haben möchte. Und wenn ich sag, Mama, machst du mir Käsebällchen? Irgendwann krieg ich meine Käsebällchen, ja. Mama, machst du mir Käsebällchen? Irgendwann krieg ich die Käsebällchen. Ja. Ja. Was gibt es denn für Regeln überhaupt bei dir zu Hause? Regeln? Was ist das? Regeln? Regeln? Was ist das? Anmalen ist schwierig, weil... Anmalen ist schwierig, weil... Boah, ich glaube, der klang geil, krass nach ihm, glaube ich. Wenn ich du kommst ja an der Wampe gar nicht vorbei. Ja, scheiße nochmal. Ja, scheiße nochmal. Also, es ist eine ganz, ganz schwierige Stimmrange vom Jörg Stuttmann. Aber einfach begnadet und ich glaube, er hat Fans überall auf der Welt... Nein, für den deutschen Raum hat er, glaube ich, genug Fans aus dem deutschen Raum und damit beende ich auch diese Show heute. Fick dich, Cartman! Nee, fick dich, Kyle. Ihr Schweine! Ja, South Park, super coole Idee gewesen, Matthias. Dankeschön. Ich werfe euch gerade mit Zahnstochern. So ist es. Und es bleibt nicht mehr viel zu sagen, bis auf Fick dich, Cartman! Jetzt kann man keine Einblendung. So, macht's gut, ihr Schweine! Ciao! Arschgeige! Scheiß Trottel, wer ist der Kerl überhaupt? Eigentlich sollte ich's mir auf der Couch gemütlich machen. Mit Mietz an meiner Seite.